Hallo Leute, in diesem Video möchte ich einen etwas gewagten Vergleich anstellen. Den Vergleich zwischen Kettlebells und Philosophie. Was haben Kettlebells mit Philosophie zu tun? Viele von euch kennen vielleicht schon diese Kettlebells, die jetzt total in Mode sind, aus Amerika kommen und als der neueste Fitness-Trend gelten. Nun, diese Kettlebells, Kugelhantel sozusagen auf Deutsch, gibt es aber in Wirklichkeit schon viele Jahre. Schon um die letzte Jahrhundertwende, um 1900, gab es sozusagen Kraftmenschen, die damit zu großer Stärke gelangt sind. Und wahrscheinlich gibt es Kettlebells noch viel, viel länger. Ein paar Jahrhunderte wahrscheinlich schon. Diese Kugelhanteln sind also ein Hype, aber im Grunde etwas ganz Altes. Was heißt das in Bezug auf Philosophie? Es geht im Grunde in der Philosophie ähnlich wie mit den Kettlebells. Es gibt immer wieder neue Moden in der Philosophie. Gerne kommen sie aus Amerika oder von irgendwelchen deutschen Trendsettern, die Altbekanntes als große neue Weisheit ausgeben und sich damit als Erfinder eines neuen Trends darstellen. Aber das, was sie verbreiten, ist im Grunde etwas, was es seit Jahrhunderten gibt und wofür es auch ein deutsches Wort gibt. Also, wofür es auch Begriffe gibt, die nicht englisch sind oder nicht in diesem komischen Neusprech sich bewegen. Die Kettlebell ist deshalb ein guter Vergleich zur Philosophie. Etwas Beständiges, was es schon lange gibt. Etwas sehr Einfaches, Klares. Etwas, was eine sehr lange Tradition hat. Etwas, was man auch ständig wiederentdeckt. Wo man sich aber sozusagen eingestehen soll, dass man ja wirklich nichts Neues erfindet, wenn man es jetzt verbreitet. Und das ist das, was mich oft in der Philosophie jetzt aufregt. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eine Menge oder in der Welt und auch etliche in Deutschland Modephilosophen, die so tun, als hätten sie etwas ganz Neues entdeckt. Im Grunde ist das einfach Marketinggedöns. Wir stehen alle auf einer breiten Tradition und sollen das auch uns eingestehen. Und nicht so tun, als hätten wir das Ei neu erfunden und würden die neueste Mode aus Amerika vertreten. Das ist das, was mir eingefallen ist als Vergleich Kettlebell-Philosophie, um das mal wirklich deutlich zu machen, was ich darum meine. Und ich trainiere gerne mit Kettlebells, aber nicht im Sinne einer neuen Mode aus Amerika, sondern im Sinne einer alten Methode, um zu Kräften zu kommen. Übrigens, es gibt noch einen netten anderen Vergleich. Heute werden Kettlebells gerne trainiert in kleinen Gewichtsbereichen. Eigentlich trainiert man sie mit mehr Gewicht, also 16, 24 Kilo als Mann und nicht 4 oder 8 Kilo. Aber natürlich die höheren Gewichtszahlen, da muss man sich besser engagieren. Da muss man wirklich trainieren und das will man heute auch wieder nicht mehr. Sondern heute soll es möglichst schnell gehen, möglichst gefahrlos sein. Auch das ist wieder mal ein schöner Vergleich zur Philosophie. Es darf gern ein bisschen leichter sein heute. Ihr seht, es gibt tolle Vergleichsmöglichkeiten zwischen Kettlebell und der Philosophie, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint und ich vielleicht konnte ich ein bisschen euch zum Denken anregen mit diesem etwas weit hergeholten Vergleich, der aber meiner Ansicht nach durchaus passt. Ich
hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein paar Likes zu geben. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran.